Auf Radio Rheinland. On air. Good. Auf Radio Rheinland. On air. Ich freue mich sehr, heute zwei Gäste begrüßen zu dürfen, die ein ganz spannendes Projekt verbindet, nämlich das Bridges Orchester Musik verbindet aus Frankfurt. Johanna Leonore Dahlhoff und Ramin Rami. Von beiden werden wir ein bisschen was erfahren, was sie überhaupt zusammengebracht hat, was sie musikalisch so tun und was sie auch im Bridges Orchester tun. Vielleicht habt ihr von dem Orchester ja auch schon gehört. Wenn nicht, seid ihr heute genau richtig, da erfahrt ihr alles, was ihr für einen Einstieg wissen müsst. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ihr beiden stellt euch mal selber vor. Das ist immer das Beste. Ramin, fangen wir bei dir mal an. Wer bist du, was machst du musikalisch und was hat dich zu Bridges geführt? So, hallo, ich bin Ramin. Also ich komme aus dem Iran seit 2015. Ich bin in Deutschland, also beruflich, also ich bin ein Musiker. Ich arbeite wie ein Musiker, ein Perkussionist. Und seit 2017, wie kann ich sagen, also ich habe einen Freund, heißt Reza. Er hat mir gesagt, das ist ein großes Orchester in Frankfurt, dass die arbeiten. Und die sind sehr Profi. Und also er hat die Nummer von Johanna hat mir gegeben. Also ich habe mit Johanna telefonisch gesprochen und also ich habe mit Bridges gestartet. Das war ein Konzert in HR und das war ein sehr tolles Konzert für mich und bis jetzt, wir arbeiten zusammen und das ist sehr gute Erfahrung und sehr guter Moment für mich. Da bohre ich gleich nochmal kurz nach, weil du so beiläufig gesagt hast, du kommst aus dem Iran. Ja. Und mit dem Jahr 2017, 2015, da wissen wir alle, du bist nicht freiwillig aus dem Iran gegangen oder war es eine freiwillige Entscheidung damals als Musiker? Also, wie kann ich sagen, also das war 2009, dass ich bin in Europa gekommen, Belgien mein Problem, im Iran, also wie kann ich sagen, also das war politisch, also wegen Politik, so, ich bin in Italien gekommen und ich war ungefähr 5 Jahre in Italien, danach 2 Jahre in Schweden und dann, also ich bin hier gekommen in Deutschland und zwischen 2015 bis 2017, also ich bin auch, ich habe wie eine Musiker gearbeitet, aber ich konnte nicht so viel, weil ich hatte ein großes Interview in Banff und ich möchte mir, wie kann ich sagen, also vorbereiten und
Aber ich konnte ein bisschen wie Musiker arbeiten. Ja. Mit welchen Instrumenten bist du denn ausgebildet worden? Oder was spielst du für Instrumente? Also eigentlich, ich bin ein Perkussionist. Also ich spiele persische Perkussion, auch die anderen Perkussionen. Aber ich spiele ein bisschen Tar. Ich bin auch, wie kann ich sagen, ich bin nicht sehr Profi, aber singe auch. Mhm. Ich singe. Und du schreibst auch selber? Manchmal, ja. Kommt vor. Also, ja, ich würde man dich jetzt im englischen Sprachraum als Singer-Songwriter vielleicht sogar auch bezeichnen können. Wie bitte? Singer-Songwriter? Ja, ja, ja. Also, ich schreibe, aber nicht sehr Profi. Manchmal, was mag ich, also ich schreibe. Also, deine einzige Profession ist Perkussion. Ja. Wie nennt man denn die Instrumente, die du spielst? Also, die Instrumente, das ich spiele, ich, also die sind Tombak. Und Tombak ist eine persische traditionelle Perkussion. Und Daf, das ist eine kurdische Perkussion. Auch die andere Perkussionen wie ein bisschen Pauke. Mhm. Ich habe studiert das. Auch ein bisschen Darabuka und sowas. Mhm. Also du hast ein ganzes Sortiment an Instrumenten, was du spielst, also mehrere verschiedene, die dann gleichzeitig oder nacheinander auch bedient werden, also im Einsatz. Eigentlich, also ich bin Tombak-Spieler. Also der Rhythmus, das ich spiele, ich spiele eigentlich Tombak und Daf, aber ich spiele auch die andere Perkussion. Verbindungsperson sitzt hier am Tisch. Du hast schon gesagt, du hast dann Kontakt gefunden zu Johanna, ja, die auch hier sitzt. Schön, dass du da bist. Wenn wir auch erstmal ganz einfach fragen, wer bist du, was machst du so? Ja, also erstmal danke für die Einladung. Und ich bin Johanna Dahlhoff. Ich bin ursprünglich aus Hannover und lebe jetzt seit vielen Jahren in Frankfurt. Ich bin studierte Flötistin, also ganz klassisch westlich ausgebildet und hatte das große Glück, viel reisen zu können während meines Studiums, weil ich in einem Orchester war, was viele Tourneen gespielt hat, und habe mich dann immer sehr interessiert auch für Musik, die in den Ländern gespielt wird, wo ich hingefahren bin als Flötistin. Und dann war es so, dass 2015 ich zwei Lehramtsstudentinnen gehört habe, die die Idee hatten, mit geflüchteten und deutschen Musikerinnen und Musikern ein großes Konzert zu geben im Sendesaal vom Hessischen Rundfunk. Und da habe ich mich gemeldet als Flötistin, weil ich es total spannend fand, dann Musikstile aus der ganzen Welt zusammenzufinden. So, weil ich vorher sehr viel gereist bin und da habe ich mich immer sehr interessiert. Und es war so schön praktisch sozusagen, diese ganzen Stile auf einmal in Frankfurt zu sehen. Ich war einfach sehr neugierig und wollte was Neues lernen. Und dann war ich im Januar 2016 bei der allerersten Probe als Flötistin und habe dann den beiden Studentinnen auch sehr viel geholfen in der Organisation. Und eigentlich hatten die vor, nur ein einziges Konzert zu spielen. Und daraus sind mittlerweile über 400 geworden. Also die haben das Projekt abgegeben an mich, weil sie tatsächlich ihr Referendariat machen mussten und keine Zeit mehr hatten. Wow. Aber haben mich gebeten, das weiterzuführen, weil klar war, dass man nach diesem einen Konzert nicht aufhören konnte, weil das einfach sehr, sehr große Nachfrage hatte. Mhm. Und so bin ich dann ab dem zweiten Konzert die künstlerische Leiterin geworden des ganzen Projekts. Also, und mittlerweile haben wir auch noch viele andere Leute, da kann ich vielleicht später noch erzählen. Mhm, ja, sehr genau. Und so bin ich zu Bridges gekommen, eigentlich vor allem aus Interesse und Freude an der Musik und daran, Menschen kennenzulernen und Instrumente aus den verschiedensten Ländern. Und ja, seitdem ist es, also mittlerweile ist es mein Hauptberuf, der wirklich sehr ausfüllend ist in jeder Hinsicht, zeitlich, aber auch thematisch und emotional. Ja. Ja, das wollte ich mich auch gerade fragen. Also das ist ja wirklich mehr als nur ein Projekt, was man so mal nebenher macht, wie das gewachsen ist. Kommst du noch auch zu anderen Sachen, sage ich mal, die du früher vielleicht, auf die du eher zugearbeitet hattest, klassische Kammerkonzerte,
klassisches Orchester. Findet sowas auch noch statt oder hast du das jetzt wirklich bewusst hinten angestellt? Also ich stelle es hinten an, weil es tatsächlich, also ich investiere weniger in diese Schiene im Moment. Mhm. Und das ist dann so ein automatisches Ding, das verrutscht sich so ein bisschen. Ne? Also früher habe ich auch Schüler gehabt, ich habe sehr, sehr gerne unterrichtet, mhm. aber habe dann einfach gemerkt, dass ich da keine Zeit mehr habe. Und bis auf 2 PrivatschülerInnen habe ich jetzt auch keine Schüler mehr, weil ich einfach keine Zeit habe. Was ich sehr gerne mache, sind Kinderkonzerte, moderierte Konzerte für Kinder, vor allem im Grundschulalter oder Kindergartenalter. Das mache ich immer noch. Das ist oft auch klassisch. Mhm. Und also wenn sich die Gelegenheit ergibt, mache ich klassische Projekte. Aber mein Fokus ist tatsächlich eher Bridges und diese transkulturelle Musik, die wir zusammen entwickeln, weiterzubringen. Und das ist tatsächlich genau. auch, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, das Label, ne? Transkulturell. Mhm. Früher hätte man vielleicht auch interkulturell oder was weiß ich gesagt. Das war jetzt quasi das Label auch, das dahinter steckt, ne? Genau, also es geht eben darum, dass wir, also wir benutzen nie den Begriff Weltmusik, weil wir den nicht schön finden und auch der Meinung sind, Beethoven ist auch Weltmusik, also Musik von der Welt. Und der Begriff transkulturell ist eben noch ein Stück weiter als interkulturell. Interkulturell ist für uns jetzt als Definition, dass verschiedene Kulturen nebeneinander existieren und auch friedlich nebeneinander, aber eben sich nicht transkulturell zu was Neuem verbinden. Und unsere Idee ist, dass eben, das ist auch nichts Neues, sondern das gab es immer schon auf der Welt, dass natürlich Kulturen sich miteinander vermischt haben und gemeinsam weiterentwickelt haben. Dadurch ist was Neues entstanden. Und das ist bei uns eben sehr gut hörbar, aber auch sichtbar, wenn man die vielen verschiedenen Instrumente sieht. Zum Beispiel haben wir ein Instrument aus Kolumbien und eins aus der Mongolei und eins aus dem Iran. Die würden ja normalerweise so nicht zusammen spielen, aber bei uns machen sie das. Ja. Ja, ist ein schönes Bild, dieses Trans, also das Überschreitende genau. und miteinander Verbindende. Ja, da sind wir schon fast beim nächsten Thema, nämlich wer spielt da alles mit? Vorher würde ich ganz gerne aber jetzt nochmal euch beiden fragen, könnt ihr euch noch an den Moment oder das Konzert oder das, den Zusammenhang erinnern, als ihr beiden aufeinander getroffen seid mit dem Projekt Bridges? Könnt ihr euch irgendwie daran erinnern, welches Projekt war das, welches Konzert oder was habt ihr da für Erinnerungen dran? Darf ich? Ja, ich erinnere mich genau, und zwar Reza, von dem Ramin schon erzählt hat. Reza ist auch ein Perkussionist und er war bei uns schon seit 2016. Und er hat gesagt, dass er Ramin kennengelernt hat. Ich habe keine Ahnung wo, aber. Und er hat gesagt, ich kenne einen Perkussionisten in der Nähe von Mainz, er ist sehr gut. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte gib ihm meine Nummer, er kann sich bei mir melden. Und das hat Ramin gemacht. Und dann hatten wir einen, wir haben manchmal so Treffen für Musiker und Musikerinnen, die neu zu Bridges kommen wollen, die uns kennenlernen möchten. Wir haben so ein Treffen gehabt und Ramin ist gekommen. Und also das ist, weil natürlich wir sind, es gibt Leute, die sind seit 2016 da und es gibt immer neue Leute, die dazukommen möchten. Und dann ist es gut, wenn man mehrere neue Menschen zusammenbringt und dann zusammen sich trifft und einfach zusammen spielt. Und wir haben auch diese, was wir auch haben, einmal im Monat ist so eine offene Session, wo einfach Leute, die schon lange bei uns sind, aber auch Leute, die sich interessieren, zusammenkommen können. Und dann können wir einfach zusammen spielen und probieren, was funktioniert und wie jemand spielt und wie jemand auch Lust hat, sich mit anderen zu integrieren oder nicht, weil auch nicht für jeden ist dieses Format geeignet. So. Mhm. Und dazu ist Ramin gekommen. Und dann war es so, ich weiß nicht genau, welcher Monat das war, aber wir waren schon in der Vorbereitung für unser Konzert im HR-Sendesaal, was immer im April stattfindet, und wir brauchten noch einen Perkussionist. Wir haben Ramin gefragt, ob er Zeit hat, mitzuspielen, und er hatte zum Glück Zeit. Und so ist das erste Konzert gewesen, von dem er auch gerade schon gesprochen hat. Okay, ja, Ramin, kannst du dich noch erinnern, was du da spielen musstest? Weil du bist ja relativ kurzfristig also, eingesprungen da, ne? Ja, das war, ich glaube, im April, oder? Aha. Ja, April war das Konzert. Ja, das Konzert war im April, oder ein oder zwei Monate
weiß ich nicht, Januar, Februar. Ich denke Februar. Also du hattest wenig Zeit und bist dann aber mitspielen. Ich müsste also für mich vorbereiten. Das waren nicht viele Stücken, aber 3-4 Stücken, das ich müsste spielen. Mhm. Also ich habe in diesem Konzert Turmbach und Duff gespielt. Also für Glück, also Johanna, sie hat alle Noten vorbereitet, also sie hat mir gegeben. Wir waren Reza, ich und zwei andere Junge, das haben wir in dieses Konzert Perkussion gespielt. Wir waren vier Perkussionisten. Okay, und wenn du jetzt sagst, die Noten hast du bekommen, das war so notiert, wie du das gewohnt warst, habt ihr dann eine einheitliche Basis gehabt, Perkussionsnotation für Instrumente, die waren bei euch schon bekannt oder habt ihr euch irgendwie auf ihn einstellen müssen? Wie läuft das so? Er musste sich auf uns leider einstellen. Aha. Also die Turmbach-Noten sind ganz anders, als was wir in Europa notieren. Und selbst in Europa ist es ja so, dass unterschiedliche Stilistiken haben unterschiedliche Perkussionsarten, wie sie das aufschreiben und so. Und wir haben auch sogar bei Bridges ist das immer ein großes Thema, wie wir das am besten machen sollen. Und wir haben auch noch keinen einheitlichen Stil gefunden. Also eigentlich hat Ramin keine Noten bekommen, die für Turmbach sind, aber vielleicht kannst du selber erklären. Also wie kann ich sagen, also wie gesagt, leider Turmbach ist ein spezielles Instrument, weil zum Beispiel in ganz Welt, also 2/4 ist 2/4, 6/8 ist 6/8, ist kein Problem, aber jede Note in Turmbach hat eine Zeichnung, dass zum Beispiel der Turmbach-Spieler, zum Beispiel ich wie eine Turmbach-Spieler, ich muss diese Noten haben, aber jede Note hat eine Zeichnung. Mit dieser Zeichnung, ich kann verstehen, zum Beispiel, ist das Turm oder Back oder die andere. Ah, okay, welche Finger? Welche Finger, auch? Ja. Okay, da kommen viel mehr Möglichkeiten, dann viel mehr Zeichen zusammen für einen einzigen Schlag dann. Jetzt also, wie kann ich sagen, seit 2017, dass wir arbeiten zusammen, also ich verstehe zum Beispiel, was soll ich spielen. Aber in erste Jahr oder zweite Jahr, ich hatte ein bisschen Probleme mit den Noten, also was soll ich spielen? Zum Beispiel in dieses Note, also ich muss Turm oder Back oder die andere tief oder hoch spielen, das war ein bisschen schwer, aber jetzt nicht 100%, aber 90-80%, also wir verstehen, also was sollen wir tun hier? Glück an. Ja, also das ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass es geht euch wahrscheinlich mit vielen Instrumenten so, die hinzugekommen sind im Laufe der Jahre. Was spielen denn überhaupt für Instrumente mit? Können wir mal so einen kurzen Überblick haben? Wir hören sie ja auch durch die Einspielung, aber was sind das für Instrumentenfamilien? Es ist ja doch viel Verwandtschaft auf der Welt, Saiteninstrumente, Schlaginstrumente, aber doch mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften dann. Ja. Also ich rede mal über einige Instrumentengruppen und dann kann Ramin über Perkussion sprechen, weil er sich besser auskennt damit. Also wir haben sehr viele Zupfinstrumente dabei und da gibt es ja sehr viel Verwandtschaft. Die Tar zum Beispiel aus Iran, das ist der Vorläufer, in dem Wort Gitarre steckt das Wort Tar drin. Also die Tar ist der Vorläufer von der Gitarre oder Ud. Laut ist die Laute, die europäische. Ja, also da sieht man schon, dass die europäischen Instrumente eigentlich oft Vorgänger haben im persischen oder arabischen Raum. Also wir haben Gitarre, wir haben Tar, wir haben Ud, wir haben Kanun, das ist wie so eine Zither, so kann ich sagen. Wie Santur. Aber in Deutschland gibt es so einen schönen Namen dafür, Hackbrett. Ja, genau. In Deutschland haben wir Hackbrett und Zither. Das ist beides, viertes in Bayern viel gespielt. Und Hackbrett und Santur ist gleich, weil die mit Schlägeln spielen. Und Zither und Kanun ist gleich, weil die Saite so zupfen. Genau. Genau. Und das wird in Bayern, haben wir solche Instrumente, in anderen Ländern nicht so viel. Genau. Und dann haben wir manchmal Cimbali, das ist so ähnlich wie Hackbrett, also mit Schlägeln, aber nicht wie Santur. Santur ist mehr im Iran. Und dann haben wir Harfe und wir haben Tiple, das ist eine kleine südamerikanische Gitarrenform, sage ich mal so. Das sind die, haben wir noch mehr Saiteninstrumente? Ja, also wir haben Tuyas-Instrumente, die mongolische Instrumente haben wir, eine
Pferdekopfgeige, aber das ist eigentlich ein Streichinstrument, mhm, und ein Zupfinstrument Shudrak. Das ist eine Langhalslaute, die ist mit Schlangenhaut bespannt, die kann sehr tief und auch sehr laut spielen. Aha. Ja, genau, das sind unsere Zupfinstrumente. Okay, das ist ja schon mal fast um die Welt rum. Ja. Mongolei. Ja. Ist das auch ein Musiker aus dem asiatischen Raum oder hat er einfach nur das Instrument gelernt? Nee, das ist, die, ist eins, das ist die Musikerin kommt aus der Mongolei, mhm, und lebt übrigens auch in Wiesbaden. Ah ja. seit 30 Jahren ungefähr. Und genau, sie hat in der Mongolei diese klassischen mongolischen Instrumente studiert. Mhm. Genau. Und also in der Regel ist es bei uns so, dass die Instrumente, die jetzt nicht westlich europäisch sind, auch von MusikerInnen gespielt werden, die aus dem jeweiligen Land kommen. Mhm. Also Kanun ist bei uns eine Musikerin aus Kreta. Auf Kreta selbst ist das Instrument nicht so verbreitet, aber Kreta ist sehr nah mit der Türkei verbunden, mhm, und darüber hat sie das Instrument quasi erreicht. Und wir haben bei den Blasinstrumenten haben wir auch eine Kawal, das ist eine osteuropäische Flöte. Und ansonsten sind die Instrumente bei den Blasinstrumenten meistens eher, wie man sie in Europa auch viel kennt, so Klarinette, Saxophon, Flöte, Horn. Mhm. Wir haben aber auch manchmal Panflöte dabei. Und bei Streichinstrumenten haben wir wirklich so klassisch europäische Instrumente, Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass. Wir, mhm, haben auch E-Bass und E-Gitarre. Genau. Sehr spannend. Also euer Instrumentarium ist quasi dann auch schon ein Zeichen darauf, aus welchen Weltteilen kommen auch Musiker oder welche Traditionen nehmen Sie so mit? Ja. Die Instrumente spielen, dann auch, sag ich mal, wie Ramin später nach Deutschland gezogen? Oder du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt, eine Musikerin aus der Mongolei, die aber schon seit 30 Jahren hier lebt, also schon den größten Teil ihres Lebens. Ist das alles durchgemischt oder sind, weil das Orchester ja erst vor kurzem entstanden ist, auch in dem Zeitraum erst nach Deutschland gekommene Musiker? Sowohl als auch. Also wir haben Leute wie ich, die in Deutschland geboren sind und die keinen Migrationshintergrund haben, aber von denen haben wir ganz wenige eigentlich. Mhm. Es gibt Leute, die sind in Deutschland geboren, aber mit dem, was man Migrationshintergrund nennt, davon haben wir viele. Und dann haben wir Leute, die sind nach Deutschland gekommen vor 30 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 2 Jahren. Also, mhm, alles ist dabei. Genau. Und die sprachliche Ebene, mit der hier, abgesehen von der Musik, das funktioniert ja, Englisch oder wie helft ihr euch sprachlich oder ist das Deutsch? Ramin, sag etwas dazu. Ramin spricht so gut Deutsch, da kann ich ja im Grunde genommen ganz normal verständigen. Also Mischung ist, wie kann ich sagen? Es ist noch viel mehr, noch viel mehr. Ja, weil wir haben die Leute aus Syrien, aus Mongolei, das sie hat gesagt, aus Italien und also ja, aus ganz viel. Russland. Zum Beispiel ja. Ramin spricht auch Italienisch und Russisch. Russisch mit manchen, ja, Leuten, ja, bei uns spricht er auch Italienisch oder Russisch. Ja, das ist natürlich dann super praktisch. Ja? Also auch noch mehrsprachige Begabte, die dann verbinden können. Mhm. Aber ich stelle mir das so als, du bist jetzt künstlerische Leitung. Mhm. Aber ich habe in euren Video-Performances gesehen, dirigieren tut ja nicht immer derselbe. Das heißt, mhm, Dirigiertätigkeit, der die Probe dann leitet, der muss sich ja sprachlich dann auch auf euch einstellen. Gibt es da so eine Sprachregelung für jemanden, wie er dann mit euch redet als Ensemble oder muss der sich irgendwie zurechtfinden? Also meistens sind unsere Proben auf Deutsch. Mhm. Also viele Leute verstehen auch besser Deutsch als Englisch tatsächlich. Ah ja, gut. Mhm. Und dann gibt es Sachen, die übersetzt werden. Also manchmal auf Englisch, manchmal auf Arabisch, manchmal auf Persisch und manchmal auch auf Russisch, je nachdem. Mhm. So. Genau. Simultan sozusagen dann. Nicht ganz simultan, sondern... Darf ich was sagen? Also ja. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil wir haben zwischen uns eine spezielle, also deutsche Sprache, weil das ist Deutsch, aber manchmal wir haben die
verschiedene Worte aus verschiedenen Ländern. Zum Beispiel dieses Wort Yalla. Ja, stimmt. Das ist arabisch. Wie heißt das Wort? Yalla. Das ist Yalla. Also das. Yeah. Also das hat verschiedene Meinungen gehabt. Stimmt, ja, das haben wir. Ja, aber eigentlich, ihr wisst, was es bedeutet. Ja. Das heißt, also komm schon. Mach, los geht's. So, so dabei. Ja, ja, dabei, ja. Dabei. Oder Khalas. Khalas ist Khalas fertig mit fertig. Der Diskussion. Jetzt hier weitermachen. Reicht, es reicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese Besonderheit, die euch zusammenbringt, ja auch dazu führt, dass ihr so eine ganz verschworene Gemeinschaft irgendwie seid. Wenn ihr zusammenkommt, die Musik, die ihr spielt, die spielt ja nur ihr. Mhm. Da gehe ich richtig von aus. Ne? Ihr habt einen exklusiven Pool von Werken, die für euer Instrumentarium passen, die aber vielleicht noch nie sonst wo überhaupt aufgeführt wurden. Deswegen habt ihr das Gefühl, dass es so einen Spirit eures Ensembles auch gibt, wenn ihr zusammenkommt, family-mäßig oder hier nur hier so, sind wir miteinander oder ist es mehr noch so ein Patchwork-Empfinden? Wir okay. kommen zusammen als Verschiedene. Ich antworte zuerst und dann vielleicht dran. Ja, da hat ja jeder auch eine andere Antwort. Ja. Also erst, es sind eigentlich zwei Teile. Ich würde gerne sagen, ja, also bei der Musik ist es so, es gibt kein anderes Ensemble auf der Welt, was genau so diese Instrumente hat wie wir. Das heißt, alle Musik, die wir spielen, müssen wir schreiben für unsere Orchester. Und das bedeutet, dass wir entweder wir haben Komponisten bei uns, die selber für uns komponieren, oder wir haben Leute, die für uns arrangieren. Viele aus dem Orchester oder manchmal auch andere Leute. Zum Beispiel hat Ramin auch einen Kontakt zu einem iranischen Arrangeur, der manchmal für uns Sachen macht. Aber es ist genau für uns. Das heißt, so kann es auch niemand anders spielen, wenn man nicht dieselben Instrumente hat. Mhm. Genau, aber was mit der Gemeinschaft ist, ja, das stimmt. Also ich denke, wir haben ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Das bedeutet aber auch, wenn man sehr eng ist, dann kann man auch streiten. Mhm. Also das gehört dazu. Wenn man nicht eng ist, streitet man weniger normalerweise. Ja. Und das heißt, das gehört auch dazu. Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, wahrscheinlich, weil die Musik wirklich von uns ist. Also die meisten Stücke, die wir spielen, sind wirklich von Musikern, die auch auf der Bühne sitzen und Musikerinnen. Auch auf unserer CD zum Beispiel sind alle Stücke, die da drauf sind, sind von den Menschen, die man auch auf dem Foto sieht im CD-Cover. Aber ja, und dann natürlich, wenn man so viel zusammen probt und zusammen isst und Konzerte spielt und so, man wächst schon zusammen. Aber das bedeutet nicht, dass immer alles einfach ist. Also wir haben natürlich verschiedene Sprachen, es gibt verschiedene Arten. In einem Land ist etwas höflich, was in einem anderen Land vielleicht unhöflich ist oder so. Hast du da mal ein Beispiel für? Weil das ist echt spannend. Also ich finde gerade, also ein Ensemble, was miteinander streiten kann, das hat einen ganz hohen Familienwert, finde ich. Weil also man streitet, wie du gesagt hast, nicht mit jemandem, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ja. Aber das ist, das zeichnet ja eine Intimität auch aus. Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann zusammen bleibt. Ja. Nachdem. Ramin, kannst du ein Beispiel geben? Zum Beispiel, was ist in Deutschland höflich, aber im Iran unhöflich oder umgekehrt? Ja. Diese verschiedenen Sachen, kann ich sagen. Also, wie kann ich sagen? Also für mich, also eigentlich, also ich denke, Bridges ist eine Familie, eine große Familie mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Farben. Aber das ist sehr schön, dass Johanna hat eine schöne Arbeit gemacht, dass wir sind alle zusammen. Wir machen zum Beispiel verschiedene Musiken aus verschiedenen, wie kann ich sagen, Kulturen. Aber ich glaube, diese Musik, die wir machen, die hat eine Geschmack und eine Farbe, das ich kann nicht zum Beispiel in eine andere Orchester oder
so, also ich kann nicht finden, das, was haben wir bis jetzt gemacht. Das ist eine spezielle, weil zum Beispiel, die sind verschiedene Orchester, aber die arbeiten für das Geld oder sowas. Aber wir arbeiten, wie kann ich sagen, herzlich und das ist sehr schön. Für mich, also ich habe dieses Gefühl. Man kommt ja mit einer gewissen Erwartung in eine Probe oder mit einer Vorstellung, die man hat, zum Beispiel von einem Musikstück, von einem Werk. So, und dann merkst du aber, in der Probe funktioniert das nicht. Weil zum Beispiel irgendwie andere dieses Stück nicht verstehen, worum es ankommt oder wie es musiziert werden soll. Das ist ja gerade bei Stücken, die verschiedenen kulturellen Zugang haben, bestimmt nicht immer leicht. Okay, also vielleicht zum Beispiel, das passiert am Anfang, wir spielen ein Stück, aber sowieso am Ende, wir finden eine Straße oder einen Weg, also zum, wie kann ich sagen, ja, eine Lösung. Finden, ja, eine Lösung, ja. Das zeichnet euch dann quasi, also so wie er sagt, ja auch aus, ne? Dass ihr das bisher immer geschafft habt. Aber tatsächlich ist es so, dass es am Anfang sehr oft so ist, dass man das nicht, also dass bestimmte Leute ein Stück nicht verstehen, das kann man, und das ist ganz normal, weil wir so viele verschiedene Stile spielen und niemand ist in jedem Stil Expertin. Zum Beispiel verstehe ich gut europäische Musik, weil ich das von kleinem Kind auf gelernt habe. Mhm. Aber als ich zum ersten Mal iranische Musik gespielt habe, habe ich gar nichts verstanden. Mhm. Und manchmal spielen wir ein barockes Stück aus Europa und wenn man sein Leben lang arabische Musik gespielt hat, versteht man nicht, wie die Phrasierung geht. Und man muss aber nicht aus einem Land kommen, was nicht in Europa ist. Wir haben ja auch Jazzmusiker bei uns, die wissen auch nicht, wie man in Barockmusik phrasiert. Und ich zum Beispiel als klassische Musikerin habe mit manchen Rhythmen im Jazz total Schwierigkeiten und die verstehen gar nicht, warum das für mich schwer ist. Mhm. Oder bei iranischer oder arabischer Musik haben wir oft Vierteltöne. Ja. Und für die europäischen Musiker ist das sehr schwer. Und am Anfang, unsere syrischen oder iranischen Musiker, die gucken sehr gequält, wenn wir diese Töne spielen und wir verstehen nicht, was das Problem ist. Und die sagen, euer Viertelton ist total schief und wir hören gar nicht, dass wir schief spielen. Oder so. Also das ist sehr schwierig. Mhm. Also bei jedem Stück haben wir eigentlich eine Herausforderung. Wo du jetzt gerade von Jazz nochmal sprichst, da kommt ja noch ein anderes Thema für mich rein, was ich auch sofort mal fragen will, wie ist denn mit Improvisation? Du hast gesagt, ihr habt Leute, die schreiben Stücke für euch. Welchen Stellenwert hat trotzdem bei diesen Arrangements noch freies Spiel? Kommt das überhaupt kulturell so vor? Im Jazz gehört es ja quasi elementar dazu, aber in der klassischen Musik eben gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, in Folklore, aber gehört es gewissermaßen auch dazu, ne? Also frei zu spielen. Wie fest ist das arrangiert bei euch? Welchen Stellenwert hat Improvisation? Es ist wichtig, aber es hat nicht, also wir haben mehr notiert als nicht notiert, das stimmt schon. Wir haben oft Intros oder Mittelteile, die sehr frei sind, manchmal wirklich auch ohne Harmonien. Und manchmal aber auch wie im Jazz, dass es mit Harmonien ist. Mhm. Ja, und dann gibt es manchmal wirklich freie Soli mit Q oder dass es festgelegt ist, 32 Takte oder sowas. Mhm. Also beides haben wir. Und was vielleicht auch interessant ist, wir haben das Kammerorchester, wo eben sehr viel ausnotiert ist, einfach aus dem Grund, weil man bei 23 Personen, wenn man nur frei improvisiert, hat man Chaos. Das geht nicht anders. Aber wir haben ja auch kleinere Ensembles, die sind zwischen 2 und 6 Personen und da ist es teilweise so, dass der Improvisation viel, viel höher ist. Es geht in so einer kleinen Gruppe ja auch leichter. Genau. Also da sprichst du jetzt so ein bisschen euer Netzwerk an, oder wie man das jetzt bezeichnen möchte. Also euch gibt es als Ensemble Kammerorchester,
Kammerorchester wirklich mehr im Verhältnis zu Symphonieorchestern, denn ich finde, ihr seid schon ein relativ großes Ensemble, wenn man hier eure Fotos sich anschaut. Aber wir sind 23 tatsächlich. Das ist, okay. Das gilt noch als Kammerorchester. Also, ja, genau. Ja. Aber ihr klingt durch die verschiedenen Instrumenten und Klangfarben so vielfältig. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Streichorchester, mit Kammerorchester, wo man dieselbe Klangfarbe hat und so. Das ist schon, das schreit fast danach, dass man guckt, okay, wie würden denn Sections davon mal klingen, wenn man nur einzelne rausnimmt. Und das habt ihr tatsächlich ja auch in eurem Portfolio drin. Kann man auf eurer Homepage auch anklicken. Das heißt, ich habe gesehen, du bist in mehreren auch dabei, die... Ja, man kann jetzt auch nicht sagen, dann sich auf einen Kulturkreis beschränken, sondern eigentlich durchzieht alle Ensembles so diese Mischung. Richtig. Also wir vermeiden sogar, dass alle aus demselben Kulturkreis kommen oder aus demselben Land. Das ist uns sehr wichtig, dass bei allen unseren Ensembles und Bands, die wir haben, Instrumente, die normalerweise nicht zusammenspielen, traditionell, dass die zusammenkommen. Ja. Das ist echt eine Besonderheit bei euch, ne? Weil sonst, ich glaube, Musiker fühlen sich ja gerade wohl, wenn sie auf so kulturelle Übereinstimmungen zurückgreifen können, und dann klingt es mal rein kolumbianisch und mal rein, was weiß ich, indisch, aber das durchbrecht eher konsequent. Ja. Das ist ja mit eurem Namen auch quasi ausgedrückt, ne? Bridges, also eine Brücke macht keinen Sinn, wenn sie nicht auch etwas überquert. Ja. Wenn man nur auf der einen Seite bleibt, braucht man sie nicht. Also es ist ein schönes Bild. Was gibt es denn da für Mischungen, kleine Ensembles? Könntest du mal so 1, 2, 3 nennen? Spielst du auch noch in einem mit eigentlich, Ramin? Von diesen kleinen Besetzungen? Ja. Dann könnt ihr vielleicht mal eine kleine Vorstellung machen von, was man da noch so hören kann. Kammerensemble, aber jetzt Mini-Besetzung. Ja, kannst du anfangen? Mit deinem Ensemble, mit Salim und... Also ich habe mir in einer, also kleine, das war ein Quintet, ich glaube, heißt... Turnaler, ich glaube, ja, ich habe gespielt, aber jetzt nicht, ne. Zum Beispiel, also vorgestern, wir haben ein Konzert, kleines Konzert, ich, Johanna, Samira, also Eliana, Pejman und eine Sängerin. Nicola. Und Nicola, ja. Und unsere Sängerin, also, Grüße Jessica, gehen raus. Ja, wir haben eine, ich glaube, das war sehr, sehr toll und ein schönes Konzert. Das war verschiedene Sachen, zum Beispiel iranische und europäische Musik. Das war ein Programm, Mischungprogramm, Musik und Geschichte von Harpes und Götter. Mhm. Ja, das war ein sehr tolles Programm. Macht ihr das mit Moderation dann auch? Also ich meine, das sind ja echt, da kann man Geschichten so erzählen dann bestimmt. Also in dem Fall, was Ramin gerade erzählt hat, ist es so, das war eine Koproduktion mit der Volksbühne Frankfurt. Das heißt, es gab zwei Personen, die auch gesprochen haben, und das war choreografiert und mit Video und so. Das war ein spezielles Programm, weil Goethe ja so ein großer Fan war von diesem Hafes, der im 13. Jahrhundert gelebt hat und eben auch den westöstlichen Divan darauf gegründet hat. Das war jetzt sehr fokussiert auf persisch und europäische Gedichtvertonungen von Goethe und Hafez. Das war ein spezielles Projekt. Und sonst haben wir Ensembles, die einfach ihre eigene Musik auswählen oder arrangieren oder komponieren. Und zum Beispiel spielt Ramin in einem Trio mit einem Gitarrspieler und einem Violaspieler. Viola, genau. Viola, ja. Genau, also der Gitarrspieler ist iranisch-aserbaidschanisch und der Violaspieler ist aus Syrien. Die spielen in einem Trio. Und wir haben, also ich zum Beispiel spiele in einer Band, die heißt Grupo Maloca. Da sind wir aus Kolumbien, Iran, Deutschland, Rumänien. Das war's, genau. Und wir spielen Musik aus den, also das kann man vielleicht übergreifend sagen, wir spielen Musik aus den Herkunftstraditionen der MusikerInnen. Also zum Beispiel die Harfe ist ja auch in der irischen Musik sehr präsent. Deswegen spielen wir auch sogar irische Stücke, weil die Tradition der Harfe quasi mit Irland zu tun hat. Wir haben zwar niemand, der irisch ist in dem Ensemble, aber die Musikkultur ist das Wichtige. Wir spielen dann viele rumänische Lieder und natürlich auch, also der kolumbianische Tiple-Spieler, der ist eben auch aus dem Jazz. Das heißt, wir spielen auch viel so Jazz, südamerikanische Jazz-beeinflusste Stücke und solche Sachen, und aber eben auch persisch oder kurdisch, weil der Perkussionist auch Kurde ist. Ja, also es ist sehr viel da drin zusammen, genau. Und dann haben wir andere Gruppen,
Also wir haben einige Gruppen, die vor allem Musik aus dem Mittelmeerraum spielen, also Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Türkei, solche Sachen, manchmal mit Syrien oder Ägypten noch dazu. Mhm. Dann haben wir eine Formation, wo es um tatsächlich die Verbindung gilt zwischen iranischer Musik, der Mongolei und dann Klezmer-Stücken, was ja auch eine sehr große Vielfalt gibt natürlich dann. Und ihr habt auch immer so einen Klarinettisten, der das spielen kann, habe ich gesehen. Ja, wir haben einen Klarinettisten, der kommt aus Syrien, der wohnt im Moment noch in Berlin, aber hoffentlich bald nicht mehr. Genau, und wir haben noch eine andere Klarinettistin, die auch das spielen kann. Also Super. Wir sind in der Stilistik sehr vielseitig. Ja. So ein bisschen das Gefühl, ihr seid wie so eine große Schatztruhe, ja, und trotzdem muss es ja auch noch Leute geben, die so dann sich das ein, das andere Juwel dann greifen und daraus irgendwas basteln. Mhm. Ich spreche von den Komponisten und Arrangeuren. Du hast schon gesagt, die sitzen quasi mit im Orchester, nicht immer, aber ihr habt so ein paar. Könntest du da mal ein paar nennen, die bisher so maßgeblich bei euch auch Stücke geschrieben haben, also für Uraufführungen dann auch quasi gesorgt haben bei euch. Ja, also zum Beispiel einer der ersten, der für uns geschrieben hat, ist Page Man, Jamil Panah, der kommt auch aus dem Iran, der ist auch Tarspieler und der hat für uns schon 2017 das erste Stück geschrieben und hat mehrere Stücke geschrieben, zwei von ihm sind auch auf unserer CD. Dann haben wir Rabia Aza aus Syrien, der Bratschist, von dem wir gerade gesprochen haben, der komponiert häufiger für uns. Dann haben wir Andres Rosales aus Kolumbien, der für uns komponiert. Peter Klohmann, gebürtiger Frankfurter, der für uns komponiert. Extern haben wir Khadija Seynalova, eine Komponistin aus Aserbaidschan, die jetzt gerade das zweite Stück für uns komponiert. Ich denke, Ende der Woche sollten wir die Noten bekommen. Spannend. Und einen Chilenen, Daniel Osorio aus Karlsruhe, in Saarbrücken wohnt er. Dann haben wir Arrangeure, zum Beispiel Walid Khatba, der ist einer unserer Geiger aus Syrien, der arrangiert viele arabische Stücke für uns. Hesham Hamra aus Syrien ist gerade dabei, sein erstes Stück für uns zu schreiben. Er hat vorher eher für Bands geschrieben. Mhm. Eliana Pizzikaki, unsere griechische Kanunspielerin, komponiert gerade für uns. Ich auch übrigens komponiere auch für uns und arrangiere auch viel und komponiere manchmal auch. Genau. Sind ja fast durch, also fast jeder, oder ich meine, mitgezählt, du bist jetzt über 10. Ja, wir haben Wir haben auch noch Christoph Langheim, das ist ein Bratschist, der auch viel für uns arrangiert. Und Eduardo Sabella, Jazz-Kontrabassist, arrangiert auch für uns. Also ja, also nicht alle, aber viele. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Mannheimer Hofkapelle. Das Spitzenorchester im 18. Jahrhundert, da haben auch alle geschrieben. Ja, ja. Das war so ein, die hat man ja so eine Armee von Generälen genannt. Also alle können es auch schreiben und komponieren. Ja, ja, faszinierend. Also ich freue mich davon auch jetzt immer mehr zu hören. Man bekommt von euch mit, nicht nur über die CD, sondern auch im Hessischen Rundfunk und auf eurem YouTube-Kanal. Richtig. Und wenn wir mal so auf die letzten zwei Jahre kurz blicken, wie waren denn die Möglichkeiten unter Corona für euch überhaupt aufzutreten? Das ist ja nochmal ein besonderes Problem gewesen wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Also deswegen, seit Corona habe ich auch viel mehr gearbeitet als vorher, weil ich immer alles, was wir geplant haben, umplanen musste und nochmal umplanen musste und nochmal umplanen musste. Und es war sehr anstrengend. Wir hatten bisschen Glück, dass wir manchmal zwischen den Lockdowns große Sachen geplant haben, sodass sie stattfinden konnten. Finanziell war es natürlich eine Katastrophe. Also wenn man irgendwie nur ein Viertel des Saals verkaufen kann, also bei so einem Orchester, das ist dann wirklich hart. Und wir hatten
wir haben teilweise andere Sachen gemacht, als wir geplant hatten. Was vor allem weggefallen ist, waren die vielen Ensemble-Konzerte. Wir haben vor Corona im Schnitt 1,5 oder 1,7 Konzerte pro Woche tatsächlich gespielt, weil wir sehr viel Anfragen bekommen haben, auch von der Stadt Frankfurt, Land Hessen, vielen Vereinen und so weiter. Und das ist natürlich durch Corona alles ausgefallen. Das passiert jetzt wieder, neu zum Glück. Und die Orchesterkonzerte haben wir versucht, so weit es geht durchzuführen, weil natürlich auch, also das sind ja freiberufliche MusikerInnen und die, wenn wir nicht spielen, verdienen die kein Geld. Und da war auch ich als Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin, habe ich mich auch sehr verantwortlich gefühlt, dass wir, wenn es irgendwie geht, weiterspielen können. Und also ich weiß nicht, Ramin, wie es für dich war, wie viele Konzerte du noch hattest in der Zeit. Viele Konzerte, kleine Trio, wir haben viele Konzerte. Mit so Besetzung ging das dann auch. Also das war sehr interessant, weil zum Beispiel in dieser Zeit, leider, ich habe gesehen zum Beispiel die Orchester von Mainz oder Gießen oder andere Städte, also ich hatte Kontakt, also ich habe mit vielen verschiedenen Musikern gesprochen, also niemand hat gearbeitet, aber für Glück und also ich bedanke Johanna und Anke und die anderen Personen, dass die arbeiten in Bridges, dass sie haben viele also Konzerte organisiert, aber wie kleine, wie kann ich sagen, wie kleine Trio oder Quartett oder Quintett und wir haben viel gespielt. Und draußen, wir haben viel draußen gespielt, ganzen letzten Sommer. Und, aber das kann ich auch bestätigen, meine Schwestern sind beide auch Musikerinnen, eine spielt in Bielefeld im Orchester und eine in Jena. Die haben monatelang keine Arbeit gehabt, also Kurzarbeit, weil die Orchester geschlossen hatten. Und wir haben immer geöffnet gehabt, wir haben immer irgendwas noch gemacht. Aber es war anstrengend, wirklich. Ja, ich denke, du musstest ja dann auch erstmal die Möglichkeiten sondieren, die es gibt. Und ein Stichwort, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, wie sah es denn überhaupt mit Fördergeldern aus? Also für so ein Projekt wie euch, da müsste doch irgendwie eigentlich was drin gewesen sein. Weil man da nicht nur einfach ein hohes ideelles Projekt unterstützt, ein junges Projekt, was auch noch Anschub vielleicht braucht. Und drittens, Profi-Musiker, die das typische kulturelle Probleme haben, die leben davon und es fällt alles weg. Wie war das da für euch als Kammerorchester? Also generell ist es so, wir bekommen Fördergelder, sonst würden wir gar nicht das machen können, was wir machen. Also bei Corona war das Problem, es gab ja ganz viele verschiedene Fördergelder, die auch für Musikprojekte ausgeschrieben waren, aber die waren erstaunlich spezifisch ausgeschrieben. Also zum Beispiel Förderung von klassischer Musik, Förderung von zeitgenössischer Musik, Förderung von Jazz. Und da konnten wir uns nicht bewerben, weil wir nichts von dem sind. Es gab wirklich auch, es gab was wie nicht kommerzieller Pop. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber dafür konnte man Förderung beantragen, aber für transkulturelle Musik nicht am Anfang. Und das wurde dann besser. Also mittlerweile hat auch der Deutsche Musikrat in seinem Förderkriterien das Wort transkulturell drinstehen. Das ist am Anfang von Corona war das Wort noch gar nicht da. Und das ist für so ein Projekt wie uns und für viele andere Projekte in Deutschland wirklich schwierig, weil wenn Musik in so Kisten gepackt wird, nach Stilistiken aufgeteilt und dann auch teilweise sehr klein, also im Jazz hatten sie 4 oder 5 Unterkategorien, aber uns gibt es gar nicht, dann ist es wirklich schwierig, dass wir uns überhaupt irgendwo bewerben können. Und was uns gerettet hat am Anfang von Corona, war wirklich unser Publikum. Also unsere Fans, wir haben dann Crowdfunding gemacht und haben geschrieben, ey Leute, es ist Corona. Und wir haben echt viele Spenden bekommen von Publikum, was uns seit vielen Jahren kannte. Und das ging auch viel schneller. Also wir haben dann teilweise auch Fördergelder bewilligt bekommen. Aber bis die gezahlt worden sind, also das ist halt immer so die Sache, das dauert dann schnell mal 3-4 Monate. Und dann sagen die, ja, wir sind in Kurzarbeit und im Homeoffice. Deswegen dauert das sehr lange, bis jemand diesen Vertrag unterschreiben kann. Und sie kriegen ja noch ihre mehreren 10.000 Euro, aber sie müssen noch ein paar Wochen warten. Und das ist für so eine kleine Initiative wie wir wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, also, ja das hat man leider sehr oft gehört, dass da die Auszahlungsfristen sehr lang waren. Aber es ist, heute kann man sagen, es ist dann irgendwann angekommen. Es kommt immer an. Also wenn es einmal bestätigt wurde, kommt es, aber es kann wirklich 4-5 Monate dauern. Dort also wie und, so ein Lockdown. Und vor allem auch, nachdem das Projekt abgeschlossen ist. Manchmal kommt erst das Geld, aber die Musiker haben ja schon gearbeitet, die sollen ja schon bezahlt werden. Also das ist das Problem. Läuft ein bisschen der Realität zuwider. Leider, ja. Aber ich meine, das wäre ja zumindest mal ein Verdienst, wenn jetzt das Label Transkulturelle Musik zum Standardrepertoire dazukommt und auch als solches zur Kenntnis genommen wurde. Ja, genau. Das ist schön für uns und auch für viele anderen. Ich denke, diese Diversität, die wir in Deutschland ja sowieso haben, die muss einfach mehr auf die Bühnen und in die Konzertsäle und
auch hoffentlich ins Radio. Von daher schön, dass du heute die Sendung hier machst. Ja, wir leisten unseren kleinen Beitrag hier bei Radio Rheinwelle. Aber ihr habt ja schon gesagt, der Hessische Rundfunk hat euch im Grunde genommen auch schon, ich sage jetzt mal nicht gekapert, weil das wäre jetzt negativ, sondern sie haben euch entdeckt und sie unterstützen euch auch. Du hast gesagt, regelmäßig gibt es quasi im April ein Konzert mit euch. Genau, wir haben jetzt gerade im April das Konzert gespielt. Nächstes Jahr werden wir sogar zwei machen im HR-Sendesaal. Das wurde jetzt auch mitgeschnitten im HR. Darf ich ein bisschen Werbung machen? Na gerne. Am 2. Juni um 20 Uhr wird unser Konzert gesendet im HR2 Kultur. Und es wird auch irgendwann als Livestream, sondern als Stream noch gesendet. Ich weiß aber noch nicht genau wann. Mhm. Also das Video braucht noch eine Weile. Und der HR hat uns aber auch unterstützt, zum Beispiel bei unserer CD. Also die haben wir auch in Co-Produktion mit dem HR gemacht. Das war im Sommer 2020, als sehr viel anderes ausgefallen war, konnten wir die CD aufnehmen. Da sind wir auch sehr dankbar, dass das möglich war. Wenn man die CD jetzt gerne kaufen möchte, wo findet man die denn? Die kann man kaufen bei uns. Am besten geht man auf unsere Website, die heißt bridgesmusikverbindet.de. Zusammengeschrieben? Zusammengeschrieben, genau. Bridgesmusikverbindet.de. Okay. Genau, und da kann man die CD bestellen. Wunderbar. Ja. Und die ist seit einem Jahr draußen und kann man natürlich auch wunderbar, aber auch in Live-Auftritten dann kaufen. Wann gibt es denn noch weitere Auftritte? Gibt es da schon irgendwelche Termine? Weil jetzt fängt sozusagen die gute Zeit an. Es geht wieder. Ja, genau. Wir haben, also mit dem Kammerorchester haben wir am 10. Juni ein Konzert in Frankfurt, am 11. Juni in Dietzenbach und am 12. Juni in Wiesbaden. Ach, boah, das müssen wir ja mal hier groß featuren. Am 12. Juni. Kulturforum Wiesbaden, 20 Uhr. Sehr gut, ja. Genau. Mitten in der Innenstadt, Leute, also genau. Das ist doch mal hier bei uns zu Hause. Ja. Sehr schön. Und das ist auch, wir haben schon öfters in Wiesbaden gespielt, ich sag's dazu, es ist oft schnell ausverkauft. Also, das Kulturforum ist auch nicht so groß. Also genau. Man könnte euch gerne einen größeren sagen. Ja, sehr gerne. Nicht. Ja, finden wir auch, aber wir arbeiten dran, genau. Mhm. Und genau, also 10., 11., 12. Juni sind Kammerorchesterkonzerte. Mhm. Wir haben ansonsten tatsächlich jetzt mehrere Konzerte von Ensembles. Es ist auf unserer Website ein Konzertkalender und da stehen die öffentlich sind, drin. Okay. Mhm. Ja, und wer die Daten nochmal ersucht, die findet ihr natürlich auch auf der Seite von Glück on Air für Radio Rheinwelle-Hörer, da nochmal aufgelistet, dann zum Anklicken. Wie sowieso die heutige Sendung auch als Podcast noch abrufbar sein wird, auch diese Informationen findet ihr alle auf unseren Seiten. Ja, wir sind schon fast am Ende der Sendung, das geht total schnell rum. Man könnte über euch ganz viel noch erzählen und hören. Vor allen Dingen müsste man euch live erleben. Deswegen hier nochmal ganz kräftige Empfehlung, geht im Juni einfach mal hin. Und das Naheliegendste ist ja wirklich hier in Wiesbaden reinzuschauen, im Kulturforum. Du sagst zu Recht, Johanna, also man muss es früh machen, sich die Karten besorgen. Und wer sich vorher nochmal anhören will, einfach jetzt dranbleiben im Radio, ist noch einiges zu hören hier und vom HR am 2. Juni war das, ne? 2. Juni, genau. Super. Wenn ich jetzt mal so in die Zukunft blicke, habt ihr irgendwelche besonderen Projekte in der Zukunft, irgendwelche Träume, die ihr träumt, was mit dem Ensemble passiert? Oder würdet ihr sagen, nee, eigentlich alles so, wie es jetzt läuft, perfekt, einfach immer weiter so? Oder ändert sich automatisch irgendwas, von dem ihr wisst und wo ihr jetzt gerade am Vorbereiten seid? Wie entwickelt sich Bridges weiter? Also wir haben tatsächlich da natürlich Träume und auch Ideen und Projekte. Und zwar ist es so, wir haben ja das Kammerorchester. Das ist unser professionelles Projekt für die professionell studierten oder gelernten MusikerInnen. Und da jetzt, wo Corona endlich vorbei ist, planen wir auf jeden Fall durchzustarten. Also wir haben das Orchester in der Formation, wie es auf der CD ist, im Herbst 2019 gegründet. Das war eigentlich nicht der beste Zeitpunkt, um ein freies neues Orchester auf den Markt zu bringen. Jetzt sind die Zeiten da, wo wir tatsächlich in Kontakt sind mit größeren Veranstaltungsräumen, auch für die nächste und übernächste Spielzeit. Da sind wir dran, dass wir einfach in Zukunft wirklich mehr spielen können. Erstmal in Deutschland, aber dann natürlich auch weiter. Dann sind wir gerade dabei, dass wir für unsere Ensembles, die einfach ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht haben, nochmal neues Promomaterial erstellen, weil das einfach auch teilweise noch von
vor Corona-Zeiten so vor sich hingedümpelt hat, weil es auch nicht gefragt war tatsächlich in der Zeit. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist bei uns, ist tatsächlich die Musikvermittlung. Also wir machen transkulturelle Musikvermittlung auch in Schulen und haben da ein Ensemble, ein sechsköpfiges Ensemble aus sechs verschiedenen Nationalitäten, die das sehr erfolgreich mittlerweile machen. Und da sind wir auch jetzt in Kontakt demnächst, um das ein bisschen zu skalieren. Sowohl mit diesem Ensemble als auch vielleicht sogar mit dem Orchester, also hessenweit dann. Ja. Ich habe auf eurer Homepage gesehen, da gibt es auch sogar was für kleine, so Tiny Bridges. Genau, Tiny Bridges. Das ist das Ensemble, was Musikvermittlung macht. Super. Genau, in Grundschulen vor allem im Moment. Mhm. Aber und wir haben auch eine Sache, das heißt Bridges im Klassenzimmer. Das ist eher so für 7. bis 9. Klasse, wo die MusikerInnen von uns zusammen mit Lehramtsstudierenden von der Hochschule in Frankfurt dann Unterrichtseinheiten entwickeln zu Musik zum Beispiel aus dem arabischen Raum oder persischen Raum und die dann in den Schulen halten. Und das ist was, was wir auf jeden Fall weiterführen werden. Also wir haben verschiedene Säulen, den professionellen Bereich, wo wir einfach auch versuchen, nochmal unseren transkulturellen Stil einfach noch mehr weiterzuentwickeln und noch mehr zu wissen, wie genau muss ich für Tar schreiben oder für Kawal oder so. Dann den Teil der Ensembles, wo es darum geht, jetzt auch wirklich mehr nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern auch woanders aufzutreten. Und die Musikvermittlung, weil wir eben sehen, es ist ein total wichtiges Thema. Also die Schülerschaft in Deutschland ist sehr divers. Im Musikunterricht ist viel eher westlich geprägt, was unterrichtet wird, was auch seine Berechtigung hat, weil wir ja auch in Europa leben. Aber es gibt ja auch viele, viele andere Stile. Und erst als ich zu Bridges kam, habe ich gesehen, dass ich nur einen Bruchteil an Musikstilistik kannte, bevor ich da hingekommen bin. Und eigentlich habe ich nochmal ein komplett neues Musikstudium gemacht bei Bridges sozusagen. Ja, das ist also das größte Kompliment, was man so einem Projekt machen kann, dass es auch noch Bewusstsein schafft und weiterbildet. Und also ich bin ja nun an dem Thema so ein bisschen auch mit dran. Insofern, was du da sagst, das trifft ja genau. Wie kriegen wir überhaupt dieses Thema auch in unserem Musikunterricht, der nun sehr stark von unserer persönlichen Brille geprägt ist, ohne dass wir jetzt irgendwie 2 Schuljahre mehr dazu zur Verfügung hätten. Also man kann es nicht draufsatteln. Man muss also irgendwelche Anknüpfungspunkte finden und so Projekte wie mal wirklich die volle Dosis mit so einem Ensemble wie von euch einfach erlebbar zu machen. Ja, das ist eigentlich der beste Zugang, weil dann fallen sofort Fragen ab. Ne? Also, was ist das für ein Instrument und warum spielt denn der so schief? Warum klingt das so anders? Und dann werden eigentlich die Räume im Kopf weit. Ne? Genau, deswegen gehen wir gerne in Schulen und freuen uns auch, wenn in Zukunft Schulklassen uns besuchen im Konzert, in einem größeren Saal. Und wir moderieren sowieso immer. Das war vorhin, glaube ich, noch eine Frage. Also ohne Moderation machen wir eigentlich in der Regel keine Konzerte. Es ist die Menschen mögen das, wenn wir sprechen, und auch manches braucht Erklärung auch tatsächlich. Ja. Das macht ja auch Spaß, zu verstehen, was man hört. Ja, genau. Und ich kann auch nochmal ausdrücklich empfehlen, auf den YouTube-Kanal zu gehen. Ich glaube, der heißt auch Bridges, ne? Genau, Bridges Musik verbindet heißt der. Ja, genau. Immer was Neues drauf, auch in schönen kleinen Häppchen und ganz aktuell. Also YouTube, ihr habt eine Website, die haben wir schon genannt, bridgesmusikverbindet.de. Und da findet ihr die ganzen aktuellen Informationen nochmal wieder. Und die neueste Musik, die jetzt auch gerade erst bei euch ankommt, finde ich total spannend. Was ist denn das Stück, was jetzt gerade in Vorbereitung ist, von dem du gesprochen hast? Es gibt sogar mehrere. Und zwar für Juni gibt es 4 Uraufführungen. Mhm. Das eine von der aserbaidschanischen Komponistin. Also das Thema im Juni ist Natur. Also Summertime heißt das Programm und es geht viel um Naturphänomene. Und die aserbaidschanische Komponistin schreibt ein Stück über einen Feuerberg in Aserbaidschan. Unser kolumbianischer Musiker schreibt ein Stück über den Amazonas. Und dann gibt es noch ein Stück, da geht es um die mongolische Steppe, um den Sandsturm und so. Ja, also viel Verschiedenes tatsächlich, genau. Sehr cool. Ja. Also das hat doch jetzt nochmal Lust gemacht und neugierig. Ich danke euch sehr herzlich für die Zeit, für den Einblick, den ihr uns gegeben habt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall für den Juni ein rammelvolles Publikum. Und viel Erfolg bei den Konzerten und viel Spaß mit neuen Projekten. Vielen Dank. Danke, ich danke dir auch für die Einladung. Danke. Sehr gerne. Was ich ganz toll finde, dass ihr sogar noch was musizieren wollt. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt auch noch. Das schaffen wir jetzt ganz schnell noch. Okay. Ja. Es ist immer ein ganz besonderes Privileg, wenn meine Studiogäste auch noch live musizieren.
sozusagen ganz unvorbereitet einfach Instrument mitgebracht und während sie jetzt auspacken, könnt ihr euch schon mal freuen auf ein paar echt authentische Töne. Und für alle, die es eben ein bisschen zu schnell erwischt hat mit den Terminen, wo ihr Bridges, das Kammerorchester, mal ganz live erleben könnt, hier nochmal 3 Termine zur Auswahl, gleich demnächst, nämlich am 10., 11. und 12. Juni. Zur Auswahl habt ihr die Volksbühne in Frankfurt, das ist am Freitag, den 10. Juni, oder das Kapitol in Dietzenbach, das ist am 11. Juni. Und wer den kürzesten Weg möchte, der muss sich aber jetzt schon richtig ranhalten, denn im Kulturforum Wiesbaden gastiert das Bridges Kammerorchester am Sonntag, 12. Juni, 20 Uhr. Da dürfte es schon knapp sein mit den Karten, also bitte ranhalten. Und ganz warme Empfehlung hier von der Redaktion Gück on Air. So, ich glaube, jetzt sind die beiden soweit und wir hören uns mal an, was sie uns als Abschlussständchen mitgebracht haben.